So, bald ist Weihnachten und deswegen haben wir natürlich wieder fleißig Merch für euch produziert. Und zwar neuen. Und hier könnt ihr euch jetzt den Timer stellen, damit ihr auch nichts verpasst. Wir tragen hier auch schon ein neues Stück, das zeigen wir euch aber noch nicht. Wir sind heute bei Studio Schmidt und treffen hier nicht nur auf Tommy Schmidt. Nee, sondern auch auf... Laura und ich stopfen uns jetzt das Essen ein. Kein Salat mehr vom Bahnhof. Nein. Ich habe hier mein eigenes Herren-Make-up-Team dabei. Wie sein? Are you ready for it? I was a robber, first time that he saw me, stealing hearts and running off and never saying. Eine neue Folge Reise in den Tod ist online und es geht um Magdalena, die nach Ägypten fliegt und wo dann ganz merkwürdige Sachen passieren und sie am Ende auch nicht mehr zurückkommt. Also der Fall hat bei mir ganz viele Fragen, also Fragezeichen hinterlassen und wir versuchen in der Folge so ein bisschen zu überlegen, was passiert sein könnte. Und wenn ihr euch das auch anhören wollt, dann einmal hier drauf. Ich habe euch ja letztens vom Hörspiel extra für Erwachsene erzählt, vom Rattenfänger. Und Paulina und ich haben den jetzt zusammen in Paris gehört und konnten deswegen auch nicht so gut einschlafen, weil es sehr spannend war. Und ja, deswegen wollte ich euch einfach nochmal an das Hörspiel erinnern. Und dahin kommt ihr direkt, wenn ihr hier klickt. Had no need to fight tonight, tonight. Jetzt die Schlangenstory, willst du sie auch noch mal? Ich möchte sie noch zum vierten Mal hören. Ja. Ja, ich guck dich an. Erzähl. Guckst du wirklich? Die 100. Folge. Mordlos ist jetzt draußen und für uns eine ganz besonders emotionale und ja besondere Folge, weil wir erzählen die zwei Geschichten von Betroffenen bzw. Hinterbliebenen, von zwei ganz starken Frauen, die uns ihre Geschichte selber erzählt haben und ja, mit deren Hilfe wir die Fälle geschrieben haben und ja. Also die ist ganz besonders und die liegt mir sehr am Herzen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr reinhört, weil diese Folge nochmal zeigt, dass wir oder nochmal vor Augen führt, dass es eben um echte Menschen geht, echte Schicksale, die hinter den Geschichten stehen, die wir erzählen. Und das darf man nie vergessen. Und ich finde, das macht die Folge ganz gut nochmal klar. Es gibt wieder Merch. Und zwar ab jetzt bis Sonntag, den 1. Mai um 23.59 Uhr könnt ihr unter anderem dieses T-Shirt hier vorbestellen, unseren Dauerbrenner mit nicht despektierlich gemeint drauf, in weiß und in schwarz. Und das ist so ein Unisex-Shirt, das heißt, es fällt auch so ein bisschen lockerer aus. Deswegen krempel ich das immer hier so hoch oder stecke das in die Hose rein. Und was es noch gibt, seht ihr, wenn ihr hier weiterklickt. Ja, das ist ja krass. Ja, dazu. Toutes les pièces sont disponibles. Je vais vous donner un autre.
inclus dedans. Ce processus est un truc de la queue, donc il y en a plus aussi. Et je dis, je vais très vite. Podcast. Bei uns bekommt ihr nämlich auch mal schwarzen Humor zu hören und wir lachen an den falschen Stellen oder über Random Facts. Das ist aber nie respektlos gegenüber den Opfern gemeint. No. Absolut nicht. Das wollten wir nochmal betonen. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, Nika, lass uns anfangen. Bin schon gespannt. Nina, du fängst heute an. Ne? Genau. Wir werden nämlich immer zuerst ein wahres Verbrechen besprechen, das der andere noch nicht kennt, und danach eine Verschwörungstheorie, das der jeweils andere noch nicht kennt. Das ist eine gute Idee. Ja, lass das auch so machen. Paulina und ich haben uns gedacht, wir wollen den Podcast so ein bisschen aufpeppen, unser Konzept so ein bisschen ändern und wir wollen jetzt den Schuss da reinbringen. Wir wollen jetzt Alkohol bei der Aufnahme trinken, genau. Ich bin wieder zurück. Es haben ja einige von euch auch gehört, dass ich krank war in der Podcast-Folge an meiner nicht so schönen Stimme. Aber es ist jetzt besser, wie ihr hören könnt. Und ich habe gute Nachrichten, denn Paulina und ich verlosen zusammen mit Podimo zwei Pakete, wo drin sind eine kostenlose Jahresmitgliedschaft von Podimo, wo ihr dann auch immer Reise in den Tod hören könnt. Aber auch ganz viele andere coole True Crime Podcasts. Dann einen Cabin Trolley von Rimowa. Einmal Bluetooth-Kopfhörer von Teufel und eine Schlafmaske. Und was ihr dafür machen müsst, um das zu gewinnen, das könnt ihr jetzt alles in diesem Post, den ich jetzt verlinke, nachlesen. Viel Glück! Ich durfte mir wieder ein Hörbuch aussuchen von Audible. Und diesmal habe ich mich für einen Thriller entschieden, der in Berlin spielt, weil ich gerade in Berlin bin und weil ich es auch immer cool finde, wenn man die Schauplätze kennt. Und das Buch, um das es geht, heißt Der Tränenjäger, ist von Chris Kalden und gelesen von Detlef Bierstedt, einer meiner absoluten Lieblingsstimmen. Und das Besondere oder das Coole an diesem Buch, was auch ein Teil einer Reihe ist, ist für mich, dass es ein Ermittlerteam gibt, also zwei Ermittler, die zusammenarbeiten. Und dass Kalden in diesem Buch aus zwei Erzählperspektiven schreibt. Also einmal haben wir die Ermittler und was die alles herausfinden. Und auf der anderen Seite haben wir den Täter. Das heißt, wir lernen aber auch sehr viel über den Täter, seine Vergangenheit, seine Beweggründe. Und das wird an manchen Stellen aber tatsächlich sehr hart, weil man eben erfährt, warum dieser Mensch so geworden ist, wie er ist. Also man schwankt da echt so zwischen Mitleid und Entsetzen einfach nur. Also wenn euch normalerweise Thriller gefallen, dann ist der Tränenjäger auf jeden Fall was für euch. Und über diesen Link kommt ihr direkt hin.